Bei mir im Studio ist immer noch Professor Dittmann, mit dem ich diese Pressekonferenz jetzt sehr gerne analysieren möchte. Professor Dittmann, wir haben es gehört, die beiden Herren haben immer wieder die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA betont. Wie optimistisch sind Sie denn, dass jetzt in nächster Zeit diese tatsächlich auch geben wird bei dem Afghanistan-Debakel, so nenne ich es jetzt mal? Ja, das sieht ja jetzt sehr gut und sehr freundlich und wieder freundschaftlicher aus als vorher. Man hat natürlich auch das Rauschen im Blätterwald verfolgt und gemerkt, dass immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass die Amerikaner seit April diesen Jahres eigentlich ihr eigenes Ding gemacht haben, ohne die anderen NATO-Partner zu informieren. Deshalb muss ja jetzt viel repariert werden. Deshalb auch das harmonische sich gegenseitig beipflichten und beim Vornamen nennen. Und Herr Blinken war ja sowas von oberfreundlich. Also man hat sich mehrmals bedankt bei Deutschland. Genau, auch im Übertreiben der deutschen Leistungen, also bei allen Leistungen, die Deutschland beim Ausfliegen erbracht hat, wenn er seine 122.000 durch Amerikaner geretteten, den 4.500 durch Deutsche geretteten gegenüberstellt, dann ist das sehr, sehr freundlich. Also er versteht seinen Job, ist ein guter Diplomat, er kann das und er baut auch im Gegensatz zum Gesprächspartner weiterführende Fakten ein, die konkrete Zahlen betreffen und die wahrscheinlich verlässlicher sind als das Aufzählen auf der anderen Seite von bürokratischen Prozessen. Diese bürokratischen Prozesse haben genau dazu geführt, dass es nicht rechtzeitig Visa gab in Afghanistan für Auszufliegende. Und jetzt sieht man, das Ganze geht ähnlich weiter. Also auf der einen Seite das Beruhigen natürlich. Also in 3 Wochen ist Bundestagswahl. Da will man die xenophoben potenziellen Wähler ja auch nicht in eine rechte Ecke drängen. Deshalb das Beruhigen in der Richtung, weniger als 1% der 40.000, die jetzt in Ramstein sind, das sind also dann ein bisschen weniger als 400, hätten Asylantrag gestellt. Aber das weiß jeder, der mit Migration und Fluchtbewegungen irgendwann irgendwie auch nur zu tun hatte, dass der in der ersten Zeit gestellte Anteil derer, die Asylantrag stellen, immer nur ein Bruchteil dessen ist, was sich im Lauf der Zeit dann nachher durch die bürokratischen Hürden durcharbeitet und auch Asylanträge stellt. Und darüber hinaus geht es ja noch weiter um die Duldung von Potenziellen. Also dass jetzt hier schon wieder in der Pressekonferenz Wahlkampf mit Zahlen gemacht wird und gesagt wird, weniger als 1% von 40.000, also 400 ungefähr, das ist so wieder nicht ganz richtig. Dann kommen wir mal davon weg und schauen, wie es in Afghanistan nun weitergeht. Die beiden Außenminister waren sich ja ziemlich einig. Alles, was über die humanitären Hilfen hinausgeht, hängt vom Verhalten der Taliban ab. Was erwarten Sie denn da? Die Taliban haben gestern ihre Übergangsregierung vorgestellt. Das lässt ja jetzt nichts Gutes erahnen, was das Land zu erwarten hat, oder? Ja, genau. Und wir haben jetzt bei Phoenix die Gelegenheit, das Wort Übergangsregierung jetzt abzuschaffen. Also sowohl Blinken als auch Maas haben es noch benutzt. Das war eine Vokabel aus dem Doha-Abkommen. Von einer Übergangsregierung kann jetzt aber schon keine Rede mehr sein, denn das hätte impliziert, dass Teile der ehemaligen alten afghanischen Regierung mit im neuen Boot wären. Es ist eine Taliban-Regierung, Punkt. Ein Übergang ist nicht geschaffen worden, hat Blinken ja auch mehrfach betont, weder unter Einbeziehung anderer Gruppen, also sind ausschließlich Taliban, die jetzt in der neuen Regierung sind. Von der alten Regierung ist niemand drin, andere ethnische Gruppenvertreter, Interessenvertreter sind alle nicht dabei. Das ist schon ein erster deutlicher Bruch der ersten, also der nur wenigen 3 Doha-Verhandlungen. Also mit der Übergangsregierung verhandeln war ein wichtiger Punkt. Es gibt jetzt nichts zu verhandeln, man ist ein homogener Taliban-Block. Mit dem muss man, da hat Herr Maas völlig recht, mit dem muss man reden. Dazu braucht es keine diplomatische Anerkennung, aber es braucht jetzt diplomatische, pragmatische Wege. Und da müsste Deutschland, wenn nicht aus 20 Jahren, dann aus den letzten 4 Monaten gelernt haben, dass man hier nicht immer, dass man hier durchaus auch sein eigenes Ding macht. Und nicht nur vorher in Washington nachfragt, was dürfen wir denn und was sollen wir denn, sondern hier ganz selbstbewusst auch mit einer größeren Chance jeweils agiert. Und das Gleiche gilt für das, was in einer Pressenachfrage kam, auch jetzt für das Umgehen mit Iran.
Denn die beiden Länder, die am meisten afghanische Flüchtlinge in den letzten 30 Jahren aufgenommen haben, waren immer Iran und Pakistan. Und die braucht man dabei beide und sollte hier möglichst ein Verknüpfen mit anderen Verhandlungsinhalten amerikanischer Provenienz vermeiden, sondern den Tatsachen ins Auge sehen, dass man Pakistan und Iran Sympathien hin oder her braucht, um mit den afghanischen Flüchtlingszahlen umgehen zu können. Professor Dittmann, ich bedanke mich ganz herzlich.